So, so schnell geht das. Ich suche mir noch schnell einen neuen Speicherplatz, den da. So. Das ist wieder jetzt so ein Level. Okay, die Reihenfolge ist, glaube ich, wirklich egal hier. Ach, sieht man, wie schön sie um die Ecken hangelt. Das benutzt man hier viel zu selten dafür, dass sie das jetzt kann. Ja, wo die Reihenfolge wahrscheinlich und hoffentlich egal ist, aber wo man so schnell wieder was vergessen kann. Weil alles so ähnlich aussieht und man in 10 Räume läuft und 10 verschiedene Sachen findet. Aber jetzt, wo wir wenigstens die Skelette loswerden können, können wir auch gleich mal in Ruhe gucken. Ich wünsche, wir hätten Kreide oder so, dann könnten wir uns Markierungen auf dem Boden machen, wo wir schon waren. Das wäre echt ziemlich nice. Tja. Also was hat die Gute nicht? Ja, jetzt kriegen wir auf einmal die ganze Munition. Hat das Spiel jetzt auch eingesehen, dass es sinnvoll ist. Gott sei Dank löst es. Was sollen denn eigentlich immer die Wasserbecken? Das verstehe ich nicht. Hier ist doch gar nichts, was uns brennen lässt. Ah, ein Schuh. Achso, nee, das hilft nichts. Meine Gute. Oh. Das eben war wohl keine Crossbow-Ammo. Das hat nicht mit reingezählt. Ah, das sind tatsächlich unterschiedliche. Vielleicht sollten wir ein bisschen öfter mit der normalen schießen. Wir haben so viel Munition dafür. Der Vogel macht das einfach so mit seinen Krallen. Okay, ja, schön, dass wir jetzt hier drin sind. Okay, genau, wir haben hier noch Scarabeus-Spaß vor uns. Dass die das nicht so auswählt mit der Steuerungstaste. Der ist so süß. Ich finde den toll. Work your magic. Zack. Ein ganz Wunder. Ich glaube, der geht irgendwann kaputt. Ich überlege nur gerade, wann er das tut. Ja, theoretisch können wir ihn ja auch für jeden Weg nur einmal benutzen. Oh, jetzt geht er kaputt. Finden wir irgendwann einen neuen? Ach, das Ding haben wir doch auch schon gefunden, oder? Ich meine, theoretisch muss der doch... Naja, wenn nicht. Haben wir es irgendwo benutzt? Ich dachte, wir hätten das da schon gehabt. Komisch. Ja, mit dem Käfer. Theoretisch sollte er doch zumindest für all die Räume halten. Für all die Wege halten. Für die wir ihn brauchen. Da waren wir noch nicht drin. Woher soll man denn ansonsten wissen, für welche Wege man ihn benutzen darf und für welche nicht, wenn er weniger Benutzung uns gibt, als wir Wege haben. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ach, jetzt haben wir das da. Problem ist auf jeden Fall, dass in dem einen Raum auf jeden Fall auch noch so ein Sarkophag war. Jetzt können wir nur hoffen. Also, ich meine, die einzige Art und Weise, in der man das ja ansonsten weiß, ist, wenn man mit Lösungsbuch spielt. Aber davon können ja nun die Entwickler nicht ausgehen. Wir können nur hoffen, dass in dem einen Sarkophag, an dem wir jetzt erstmal nicht rankommen, nur ein Medipack oder so war. Das Level ist zu groß. Deutlich. Was denn da? Ist da was drin? Das komische Nische. Nicht. Aber warum können wir denn hier rein? Hat keinen Zweck. Ach. Da ist ja noch einer. Boah, ich gehe schon wieder in die falsche Richtung. Nein, falsche Armung.
Gut. Tja, kein Wind-Up-Kiefer mehr. Da war mit drin. Dann ist das der eine Weg, den wir gegangen sind. Wartet mal kurz. Ja, das ist halt auch blöd, dass man das nicht weiß, welche man schon ausgelöst hat. Oh mein Gott, das ist zu groß. So, stopp jetzt. Von hier kamen wir, gell? Oder? Ja. Muss aufpassen, dass ich mich nicht erschrecke, wenn doch mal noch Fallen hochkommen. Okay, also wir kommen. Laufen, laufen, laufen. Und jetzt schlage ich vor, wir gehen immer links rum. Waren wir hier drin? Sieht auf aus, ne? Ich meine, wir waren hier drin. Wartet. Oh, okay, ich halt gucken. Ja, natürlich. Hat ja nicht mal einen eigenen Boden. Ja, ist mir egal. So, Moment, ich speichere mal von hier. Gut. Okay, es heißt, ab jetzt immer links. Links. Wasser. Waren wir da durch? Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben wir... Ich glaube... Ja, okay. Okay, Dreck. Okay. Linksrum war eine schlechte Idee. Scheitern wir jetzt schon. Dann ab jetzt. Weiter links. Da oben drin sind wir reingeklettert. Daran erinnere ich mich noch. Hier war die Harpie. Das ist das auch schon auf. Da waren wir drin. Und ja, können hier durchlaufen. Und jetzt sind wir wieder back to the start. Dann gehen wir in die Mitte. Da sind wir gerade hochgelaufen. Ach so. Ja, eine andere Möglichkeit jetzt wäre natürlich einfach nicht weiter zu suchen, sondern das Ding einzusetzen, das wir schon mal hatten. Erinnert ihr euch? Pharos-Knoten, das hatten wir schon. Warum haben wir das nicht mehr im Inventar gehabt? Verstehe ich nicht. Jetzt muss ich nur noch den Ort finden, an dem das war. Kann sich nur um Stunden handeln. Nee. Ist alles so gleich hier. Das ist ganz furchtbar. Wo ist denn der? Ich will den jetzt einsetzen. Nein, das ist doch der Anfang. Ich gehe trotzdem mal kurz zurück. Ich glaube nicht, dass es hier war. Hier ganz am Anfang. Nee. War es auch nicht. Boah. Ja, die Orientierung. Leute, morgen startet ein neues Projekt. Amnesia Machine for Pigs. Ich kann es euch nur ins Herz legen. Ich habe das schon aufgenommen. Ich konnte damit jetzt nicht warten. Ich fand es zu spannend, es auszuprobieren. Da ja letzte Woche Finale war beim normalen Amnesia. Beim ersten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr zuguckt, wenn ihr einschaltet. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ihr werdet ja morgen hören, was ich so davon halte. Ich finde es auf jeden Fall immer toll, wenn neue Projekte starten. Amnesia hatte nie so viele Klicks. Ich frage mich, ob das bei dem neuen Amnesia jetzt anders wäre. Ich weiß, das haben schon viele gemacht. Ich bin einfach mal gespannt. Ich meine, bei den ersten Folgen gucken immer noch viele zu. Danach nimmt es oft ab. Aber ja. Vielleicht schaltet ihr ja mal ein. Wird bestimmt ganz spannend. Ist vom Flair natürlich anders als Dark Descent, aber das muss nichts Schlechtes sein. So. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass man hier in diesem Gebiet mehr und vor allem mehr Sinnvolles tut, anstatt einfach nur so ein paar Sarkophage auszurauben und dann den Weg zu suchen. Verdammt. Hier war das ja auch nicht.
Ich dachte jetzt eigentlich, dass hier, oben irgendwo... Ach, hier ist ja schon Wand, habe ich gar nicht gesehen. Nee, blöd. Total blöd. Okay. Hinab oder auch so. theoretisch ist ein Weg schon gesichert. Der ist, jedenfalls... Oh, oh, ja, das sieht gut aus. Das sieht supi aus. Ich hoffe, wir haben ja alles. Ich nehme mal einen Medipack. Nicht, dass wir überrascht werden. So still. Neue Sounddatei. Oh, was hat's nochmal mit den Dingern in der Mitte auf sich? Ach doch, da war was. Da war was mit Blitzen. Kann das sein? Da liegt auf jeden Fall ein Medipack auf dem einen. Ich... Wartet kurz, es kann sein, dass wir jetzt sterben. Nein. Ach. Ah, ja, cool. Stimmt, hier war auch sowas. Genau. Bewegt die sich mit uns? Nein, die steht nur da. Interessanterweise, ich hoffe, ich spoilere nicht zu viel. Gibt es sowas ja auch noch in Tomb Raider 1. Also wohl ein... Was cool. Ein Element, das ein bisschen häufiger vorkommt. Wie hier in Tomb Raider 1. In abgewandelter Form auch in Underworld. Ja. Ich frage mich, ob ihr Leute... Ihr seid ja sehr, sehr viele, die gerne hier die alten Tomb Raider gucken. Ich frage mich, ob ihr auch einschalten werdet, wenn ich Angel of Darkness mache und danach Legend und danach Underworld. Ich weiß nicht, wie das Interesse an den neuen ist. Ich bin gespannt, das herauszufinden. Zumindest Angel of Darkness hat bei mir auch noch nostalgischen Charakter. Ist ja auch schon älter. Nicht so alt wie die hier natürlich. Trotzdem. Das Geräusch ist ein bisschen nervtötend. Ich weiß nicht, wie es euch damit ergeht. Kra, kra, da höre ich es schon. Und es will wieder schießen. Das finde ich nicht gut. Ich kann hier nicht so viel springen. Poison. Braucht das Ding nicht vergiften. Ah. Ist tot? Ah, ne. Ja, okay, zielen ist nicht so gut. Jetzt habe ich... Jetzt habe ich es. Ah, warte mal ganz kurz. Ich separiere die mal. Das ist nicht schön. So. Jetzt können wir auch gucken und schießen. Oh, ist das nervig. Ich finde, es sieht so aus, als ob es aus Metall wäre. Gut. So soll es sein. Ah, ja. Wollte gerade sagen, was hat uns das gebracht, hier hochzukommen? Da schläft er. Komm. Fliepi. Ja, das ist nicht so cool mit der... Tja, dann warte halt. Ich warte nicht. Ich gehe da in die Mitte. Wer denn das? Achso. Wovon habe ich ihn gerade?
Habt ihr gesehen, wie ich gerade Energie verloren habe? Hat das was mit der komischen Lara da unten zu tun? Ach, die Harpie greift die andere Lara an. Hohoho. Tricky. Oh, unser Tod. Doch nicht. Was liegt denn hier? Nein, das ist unser Tod. Okay, das ist ein gutes Element. Badau. Wie lange ist es noch? 5 Minuten. Ja, da können wir noch ein bisschen was reißen. Ja, das kennen wir. Ist okay. Okay, wir müssen unser güldenes Abbild beschützen. Dann tun wir das. Jetzt, wo ich Bescheid weiß. Macht Sinn. Kann man Harpien explodieren lassen? Eigentlich möchte ich das lieber für die Skelette aufheben. Vielleicht können wir es aber mal mit der Schrotflinte versuchen. Da haben wir doch auch ganz gut Munition. Ja, versuchen wir es mal. Damit trifft man ein bisschen besser. Okay. Damit trifft man ein bisschen besser als... Wow, wir können uns auch selbst erschießen. Wartet mal. Ja, seht ihr? Wir verlieren Energie. Aber nicht so viel, wie ich gedacht hätte. So, nochmal hinauf. Ja, das, die Armbrust trifft nicht so sicher auf sich bewegende Gegner. Aber das ist, glaube ich, relativ realistisch. Na komm schon. Ich hätte gerne wieder meinen Aufziehkäfer. Was denn, wenn ich jetzt Rüstungsteile dadurch nicht bekommen kann? Dann habe ich doch einfach nur verloren, oder? Ist hier eigentlich noch was? Da haben wir gar nicht hingeguckt. Ich weiß nicht. Nee, okay. So. Ui, ja, okay. Nein, hab ihn. Schieß auf die. Gut. Ah, ich habe den anderen runtergeschubst. Das ist natürlich cool. Also ich hoffe, da unten beschäftigt sich jetzt niemand mit der anderen. Lara? Was denn das? Was denn das? Nimm das mal. Keine Ahnung, aber hier können wir gleich was aufmachen. Allen möglichen Seiten können wir das sogar. Oh, okay. Na. Okay, wo gehen wir denn zuerst hin? Ich sag mal das da mit dem komischen Knüppel. Na, komm schon. No. Ach, warum nicht? Du hast das bisher auch immer getan. No. Jetzt nicht mehr. Oh, Lara. Mrs. Zicke.
Auch nicht? Nein. Wieso? Kannst du mir das erklären? So, dass ich es auch verstehe. Aber die da. Nein, auch nicht. Nein. Warum? Was müssen wir hier tun? Das hat bestimmt was mit dem Ding zu tun, das sie eben nicht aufheben wollte. Tja, Freunde, aber mein Blick auf die Uhr verrät mir, dass der Part jetzt auch vorbei ist. Hä, wartet mal. Nee, da kam ich ja her. Gott. Ich begebe mich einfach mal hier in die Mitte und sage, hinterlasst doch bitte Kommentare und Bewertungen. Ich hoffe, das habt ihr auch eben beim anderen Part gemacht. Könnt mir ja mal sagen, was ihr von diesem Level findet. Ich finde es ziemlich cool eigentlich. Ist mal ein bisschen was anderes. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei Tomb Raider 4. Bis dann, ihr Lieben.